Nochmal zur Illustration. Ich bin ja schon auf verschiedene Hörbeispiele eingegangen. Beispiel, es ging um Frequenzen. Doppelte Frequenz heißt letzten Endes, die Tonhöhe hat sich um eine Oktave, 8 Schritte erhöht. Also doppelte Frequenz und 8 Tonschritte. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Wir hören uns mal an. Ich habe mal gesampelt. Ach, das habe ich bestimmt schon vor 15 Jahren gemacht. Egal. Ich habe mal mein eigenes Miau aus Blödsinn aufgenommen. Achtung. Miau. Jetzt kommt die halbe Frequenz. Jetzt kommt die doppelte. Also nochmal gegenüber der hier. Die doppelte. Und nochmal die doppelte. Und ganz zum Schluss habe ich nochmal die doppelte genommen, aber das ist dann ein bisschen albern. Was dabei rauskommt, ist eine ganz andere Geschichte. Könnt ihr euch ja mal anhören. Ich habe also die verschiedenen Miau-Stimmen, obwohl es eigentlich nur meine eigene ist, mal, da habe ich mal ganz schnell ein Lied draus gemacht. Oh, ein blödsinniges. Vielleicht gefällt es euch. Gebt mir aber zum Schluss dann bitte nochmal Nachricht, ob ich dieses Programm hier, das heißt Melody Assistant, ob ich das mal ein ganz kleines bisschen vorstellen soll, dann mache ich das durchaus. Es gibt ja auch musikalische Leute unter uns hier, die vielleicht sich damit ihren eigenen ja, Background, Chor oder sonst was, kann man alles machen, mit Schlagzeugen, mit allem drum und dran oder Begleitmusik basteln wollen. Gut, also hören wir uns das noch an und zum Schluss erscheinen dann und hier oben. Nebenbei, hier oben erscheinen auch immer Links. Und diese Links, die führen euch dann noch zu weiteren Hörbeispielen, wo es um Schwebungen und so weiter geht. Also, hören wir uns den Blödsinn mal an. Das war der Schluss hier. Dieses kleine bisschen. Na? Gut, also ich hoffe, es hat ein bisschen zum Gesamtverständnis, was Frequenzen und Tonhöhen und so weiter ist, beigetragen. Und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.